muss es auch zeigen. Und deswegen auch manche Sachen, die sie mit dem Kopf durch die Wand machen will. Aber ist okay. Sie ist jung, sie lernt dazu und sie zeigt es ja jetzt auch hier mit dem Tor wieder, dass sie bereit ist, diese Rolle anzunehmen. Ja, 12:10 jetzt für den SV Grünwald-Sparren und man hat jetzt auch so langsam und allmählich das Gefühl, dass die Mannschaft auch im Spiel angekommen ist, wacher ist und dementsprechend jetzt auch das Spiel an sich reißt und mit schnellen Kontern zu einfachen Toren kommt. Lisa-Marie Menzel, Treffer Nummer 3 zum 13:10. Und das Ganze, muss man dazu sagen, in Unterzahl. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, wo ich gesagt habe, dass eine Unterzahl nicht unbedingt immer eine Strafe sein muss. Wobei die Zeitstrafen, die bisher vergeben wurden, ich nicht ganz so nachvollziehen kann, weil für mich ist das kein überhartes Spiel. Und die Zeitstrafen, die da gekommen sind, kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Aber wie gesagt, nicht überhart. Kann man auch mal laufen lassen, auch in der B-Jugend. Ja, wäre ganz interessant, die Ausrichtung der B-Jugend, ja, der überregionale Vergleich im NOHV. Und die Frage wäre jetzt natürlich, wird da vielleicht auch härter gespielt, härter gepfiffen? Mit Sicherheit. Je höher das Niveau ist der Mannschaften, auch in der B-Jugend, wenn man eben halt gegen Mannschaften wie die Füchse Berlin, Buxtehude spielt und was weiß ich nicht alles, klar. Da findet ein Handball auf einem anderen Leistungslevel statt und da wird auch anders gepfiffen. Da haben die Schiedsrichter auch eine andere Qualität, die lassen mehr laufen und die haben auch mehr Erfahrung damit. Letzten Endes lebt der Handballsport auch von einer gewissen körperlichen Härte und ich glaube, das wissen unsere Spielerinnen, das wissen die Spielerinnen aus Warnemünde und deswegen kann man auch das eine oder andere vielleicht mehr laufen lassen. Ja, und jetzt der Treffer von Kitty Krolle. Zum 14:10. Ja gut, da wird auf grün-weißer Seite ja jetzt auch was getan, um da den Schiedsrichternachwuchs zu schulen. Also das, was bei den Mädchen schon gut funktioniert. Nämlich die Ausbildung im Handball, die jetzt die ersten Früchte trägt, die mit der B-Jugend nachrückt, soll jetzt auch bei den Schiedsrichtern passieren. Was können andere Vereine davon von den Anfängen von Grüwers lernen? Ja, ich hoffe, dass es einfach allgemein viele Nachahmer für diese Aktion findet, die durch Philipp Fien, durch, ich sage jetzt mal, unseren Hauptschiedsrichter mit ins Leben gerufen wurden, der die jungen Schiedsrichter hier stark unterstützt, dass einfach auch andere Schiedsrichter sich bei ihren Vereinen dafür einsetzen, dass der Nachwuchs nicht nur Handball spielt, sondern eben halt auch mehr und mehr dazu kommt, Schiedsrichter zu fördern. Es gibt eben halt auch Situationen, wo Spielerinnen eben halt nicht mehr spielen können, weil die Zeit einfach fehlt fürs regelmäßige Training, die dann eben halt Schiedsrichter machen. Sina wieder gut gehalten, ganz wichtig, eben halt hier geht es mit dem 14:10 zur Halbzeit. Ja, Carolina Klaus war da gescheitert und damit Halbzeit und wir hören uns gleich wieder zur zweiten Halbzeit. Grünwald-Sparren gegen den SV Warnemünde. So, auf geht's in Hälfte Nummer 2. Grünwald-Sparren gegen SV Warnemünde B-Juniorinnen. Spielstand 14:10 und es scheint mir, Grünwald-Sparren ist etwas besser aus der Halbzeit gekommen. Kitty Krolle mit ihrem zweiten Treffer zum 15:10. Und bei mir immer noch Steffen, der Trainer der zweiten Frauenmannschaft des SV Grünwald-Sparren, der sich das Spiel hier mit ansieht, selber nachher noch ein Testspiel bestreitet. Und man drauf guckt und das sieht er schon deutlich wacher aus zu Beginn der zweiten Halbzeit bei Grünwald-Sparren. Jetzt ist es ja so, dass eben halt das, was ich vorhin auch gesagt habe, die nötige Einsatzbereitschaft, Beinarbeit ist, da ist für zum Spiel in der Abwehr richtig rücken, Lücken schließen. Und wenn man das konsequent umsetzt, ich glaube, dann wird das Spiel auch in den normalen Bahnen laufen und auch sicherlich noch an Deutlichkeit gewinnen. Aber wichtig ist, dass man vorne die Angriffe konsequent ausspielt, die Chance vorbereitet, die Lücke sucht, eine vernünftige Auslösehandlung auch mal bringt. Ja, war das so, dass man das gebraucht hat, dieses den guten Start von Warnemünde, dass man das ein bisschen gebraucht hat für die Mädchen, damit sie besser ins Spiel kommen, dieses Spiel auch ernster nehmen? Ja, natürlich ist es dann deutlich zu sehen, wenn der Gegner auf einmal führt, dass man merkt, dass es nicht so leicht geht, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat.
dass man da auch mal eben halt in der Liga nicht nur gegen Neubrandenburg arbeiten muss, sondern eben halt auch mal gegen andere Mannschaften. Das hat man jetzt hier gesehen, aber ich denke, dass es jetzt hier in den normalen Bayern weiterläuft. Und wie gesagt, wenn sie ihre Eigenschaften weiter bearbeiten und gelbe Karte gegen Tina Schwarze. Gut. Da setzen wir da weiter an, wo ich vorhin aufgehört habe. Ein bisschen körperlich gehört, da gehört auch eine B-Jugend mit dazu und es ist alles nichts unfair hier. Die Lücke für Jennifer Kriegsmann genutzt. Zum 16:10. Ihr fünfter Treffer in diesem Spiel und das Spiel gewinnt jetzt deutlich an Deutlichkeit. Das Ergebnis gewinnt deutlich an Höhe. Ich dachte einfach, dass das Ergebnis deutlicher wird. Das wäre einfacher gewesen, richtig. 16:10 der Spielstand nach 2,5 gespielten Minuten in der zweiten Halbzeit. Und das Tor jetzt von Annemarie Lenz, ihr sechstes bereits in diesem Spiel, zum 16:11. Simon Frede auch sagt, ja, seine Spielerin nochmal sagt, ihr müsst reden, ihr müsst miteinander sprechen. Ist das in der Abwehr sicherlich wichtiger als im Angriff oder ist das nicht so? Natürlich ist es in der Abwehr noch wichtiger, weil alle dort mitarbeiten müssen, alle miteinander reden müssen. Hier im Angriff ist es eben halt so, reden, ich denke, da meint er eben halt, dass gewisse Züge angesagt werden sollen, dass die Mädels sich miteinander abstimmen. Deswegen ist vorne aufregend genauso wichtig wie hinten, aber natürlich ist es richtig, hinten ist es noch wichtiger. Ein schönes Kreisanspiel von Schwarze auf Pelzer. Sie mit ihrem ersten Treffer zum 16:12. Es war eigentlich gar nicht mehr nötig, weil die Warnemünder wussten schon gar nicht mehr, wo sie hinspielen sollten. Etwas zu statisch. Und da hat Schwerin sich dem angepasst und dadurch entstand die Lücke. Und der Wurf an den Pfosten von Kriegsmann und Blake scheitert an der Torhüterin. Und der erneute Treffer von Nadine Pelzer zum 16:13. Und schon nimmt das Spiel wieder an Spannung zu. Ein bisschen. Also du hast doch vollstes Vertrauen in der SV Grün-Weiß-Springen. Wenn eine Mannschaft Landesmeister werden möchte, sollte sie auch schwierige Situationen meistern. Das ist jetzt vielleicht gerade mal eine. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass am Ende die Mannschaft ihren Weg gehen wird und eben halt auch hier als Sieger vom Platz geht. Es gibt 7 Meter für Grün-Weiß-Springen. Es ist der zweite. Der erste war drin. Und Jennifer Kriegsmann mit Versuch Nummer 2. Sicher verwandelt. Wie ist das eigentlich, wenn du schaust natürlich auch auf die Mädchen von Grün-Weiß, auf die B-Jugend, aber inwiefern schaust du auch auf die Gegner? Ich glaube, in der B-Jugend schaue ich da weniger auf den Gegner. Da achte ich auf die Mannschaften in meiner Liga, wo die Spielerinnen interessant für mich sein könnten. Und ich glaube, da habe ich auch diverse Namen ja immer wieder mal genannt, die ich gerne auch in Schwerin sehen würde wollen. Da schaue ich schon mehr auf den Gegner. Hier ist es so, hier sollte der Jugendtrainer, also hier in dem Fall ja Fred Vorfahrt, darauf achten, was die Gegner so bringen. Ob es sich eben vielleicht nochmal lohnt, die eine oder andere Spielerin anzusprechen, um eben halt auch
mit ans Internat, ans Gymnasium zu holen. Da achtete er mehr drauf als ich. Der Angriff abgebrochen, jetzt muss er ein neuer Angriff eingeleitet. Und ich glaube, das Festlaufen war nicht ganz so geplant von der Spielsituation her. Unpassliche Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Hacker und Kriegsmann und die Chance für Warnemünde. Das Tor für den SV Warnemünde durch Lauren Warnecke. 17:14. Und Lisa Marie Mentel geht etwas frustriert vom Feld. Und Saskia Harder kommt wieder auf die Platte. Nur ist es ja so, dass es im Handball für verschiedene Spieler verschiedene Positionen gibt. Nur haben wir gerade gestern beobachtet, Jenny Kriegsmann, eine Erstmannschaft nur über Außen. Hier schon alle möglichen Positionen von der halben Mitte über die Außenposition gespielt. Wie variabel sind solche Spieler? Na, ich sag mal, eine Spielerin in dem Leistungsbereich, für Jenny jetzt auch, muss mehrere Positionen spielen können. Gerade als Leistungsträgerin in ihrer Altersklasse sollte da mehrere Positionen spielen können. Bei der ersten Frauen läuft es eben halt, weil die körperliche Voraussetzungen ja vielleicht noch nicht so ganz gegeben sind, eben halt auf die Außenpositionen heraus. Hier eine Unstimmigkeit zwischen den Schiedsrichtern, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil es eindeutig zu sehen war, dass der Ball am Fuß von der Warnemünde-Spielerin war und nicht eben halt bei den Grün-Weißen. Gut, müssen wir uns nicht weiter zu äußern. Nein, wir bleiben dabei. Es sind 8,5 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte und es steht 17:14 für den SV Grün-Weiß-Schwerin. Und es läuft nicht alles so rund und der Treffer durch Annemarie Lenz, Nummer 7. Und 7 Meter Entscheidung für Luisa Hacker. Jennifer Kriegsmann. Sicher auch beim dritten 7 Meter. Treffer Nummer 7. Zum 18:15.